Guten Morgen. Ich weiß, es ist noch sehr früh, aber das macht nichts. Ich stelle mir mal alles ein. So, mein Mikrofon. Ja, sehr gut. Dann habe ich den Spielstand schon geladen. Ach so. Ja, okay. Sekunde. Ich muss mich natürlich kleiner machen, ist ja klar. Sonst wäre das ja nur halb so interessant. Okay. So. Ja. Jetzt kommt das Bild. Sehr gut. So da. So, ich habe die Armeen in Position gestellt. Diese Armee, Friedrich zu Hohenlohe-Ingelfingen, greift München an. Und diese Armee, Herr Gebhard von Blücher, greift Stuttgart an. So, wie viel Geld habe ich noch? Nur mehr 78 Kronen oder Gulden. So, ich schaue noch mal, ob es irgendwas noch gibt. Okay. Dann Dezember. Hoffentlich gelingt es noch vorm. Aha. Okay. Ich stürme auf jeden Fall, ich belogere die Stadt. Ich muss weit München belogern. Und dann Stuttgart erobern auf alle Fälle. Weil wenn ich die Grand Armee in München blockiere durch die Belagerung, kann sie nicht Stuttgart zu Hilfe kommen. Hat der Blücher in Stuttgart wie sagt man da? Freie Wahl oder freie Aktion? Ich weiß nicht. Ach, mein Wortfindungsstörung. Ist jetzt schon 12 Jahre? Oder 13 Jahre her? Den Schlagern verkauft habe, ich weiß nicht. Frieden, ich sage nochmal Frieden. Wenn der Krieg keiner Seite Gewinn bringt, warum dann damit fortfahren? Ja. Die Batavische Republik. Ist klar, dass ihr Frieden wollt. Das ist mir klar. Nachdem ich sehe, dass die deutschen Armeen im Süden im Vormarsch sind gegen Frankreich. Ja, ausnahmsweise. Ich hatte in der Tat weise eine Übereinkunft mit zu unseren beiderseitigen Vorteil einreichen. Ja. Ich meine, ich stehe nicht drauf, Frankreich zu erobern. Frankreich. Holland zu erobern. Ein Friedensvertrag wurde zwischen diesen und ihrer Nation geschlossen. Ja, naja, wenn er jetzt diesmal von einer kommt, dann kann ich ja gleich danach bitten, ein Handelsabkommen anbieten. Ja, erfolgreich. Sehr gut. Okay, dann machen wir meinen Blücher, Torangriff und heute ist erreichen. Ja. Sie sind in der Falle. Sie werden verrotten. So, wo geht denn Napoleon?
Das weiß ich nicht. Geheimhaltung versteht sich von selbst. So, Options, Einstellungen. Wir könnten aber die Musik ausspielen lassen. Ja, kann ich nicht machen. Wegen dem blöden YouTube und Twitch Strike immer. Ah, war aber toll. Aber egal. Okay, jetzt belagere ich da. Da verdient sich der Blücher seine Sporen. Gegen Napoleon! Oh! Oh! Was wünscht ihr? 75. Ja. Schauen wir mal. Oh, da ist die nächste Armee, steht da schön. Na, schauen wir mal, wer das ist. Ja. So. Ah, kein General. Das heißt, Napoleon hat keinen General. Da ist der Napoleon und da ist der Armee. Aha. Sehr gut. Und die kleine Einheit da, das ist nur unbedeutende. Aber Linienfüsiliere. Wie viele Kanonen habe ich bei mir? 3. Ja. Lücher, du wirst die. Musst du jetzt beweisen. Na, bei Logan tue ich das nicht. Er hat 2 Linienfüsiliere, also die Elite-Linieninfanterieeinheit von den Franzosen. Und der Rest ist eigentlich nur Pöbel. Gut. Sehr gut. Napoleon Bonaparte gegen Gebhard von Blücher. Schlacht von Stuttgart 1805. Vor dem Winterbeginn. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Leichte berittene Artillerie. Abteilung 6 Pfünder bereit. So. Das ist ja gut. Leichte berittene Artillerie. Okay. Da ist ein schlechter Platz für die Artillerie eher. Und so ein Hügel. War nicht schlecht. 6 Pfünder bereit. Ja, da geht's aber auch ein bisschen über den Dings drüber. Batterie zu Befehl! Artillerie zu Befehl! Ja, okay. Gut. So. Das sind die Leichten. Die stellen wir da am Berg auf. Dann das 11., 15. und das 10. Regiment. Die stelle ich da auf. Das 1. Grenadierregiment, 5. Infanterie, 3. Infanterie und 4. Infanterie. Die stelle ich auf. Das 2. Infanterie. Die stelle ich auf. 2. leichte Infanterie. Da. Kann ich eigentlich raus annotieren. Ja.
Ja, dann machen wir zwei. Ja, Sir. Kavallerie! Sir! Keil bilden! Kavallerie! Keil bilden! Alle Soldaten bereit! Kavallerie! Keil bilden! So, rechts. Da stellen wir mal Kavallerie auf. Ja, Sir. Die gerade Kavallerie. Kavallerie! Ja, Sir. Stell auch da auf. Infanterie zu Befehl. Die muss ich auch ins Breite ziehen. So. Generalstab, meldet sich zum General, du her. Okay, und fangen wir an. Aha. Wow, die Soundkulisse ist wirklich nicht schlecht. Nein, 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 nicht Rückzug, Husan. Ich habe da die Grenadier, da kommen die zwei Infanterie. Die dritte Infanterieregiment, zweites Infanterieregiment. Die sind da oben, okay. Dann nehme ich einmal an, dass da im Süden nur die Bürger sind. Das heißt, die zwei Einheiten, die Stürme drüber, laufend, ja. Dann die Kanonen, Ballbeine. Dann die Einheit, kommt da rüber. Und die zwei Einheiten, die störe ich eher nicht gegenüber. So. So. Die Kavallerie, die mache ich dann mal bereit zum Ausrücken. Ja. Okay. So. Wie schaut's da aus? Du sollst informieren. So. Die passen. Die ziehen da noch um. So. Dann zieht man das da her. Das zieht man da her. Das zieht man da her und da her. Der Blücher schaut zu. Okay. Okay. Gehen wir es mal an. Musketiere! Ja, Sir!
Infanterie? Ja, Sir. Befehle! Leichte Berittenartillerie. Generalstab, meldet sich zum Dienst. Scharfschützen auf Position, Sir. Schaut gut aus. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Aha. Ah, jetzt sind sie auch ganz schön stark, die Linienfusiliere der Franzosen. Kanonen wieder auf Kanonen umstellen. Kretschmunition weg. Das ist meine beste Gardekavallerie. Hier links. Ja, reitet sie es nieder.
Ey, da hat der Schlag der Kanonenkugel nichts und direkt sein. Jawohl. Sehr gute Positionierung der Truppen. Sehr gute Positionierung. Ah, das hat mir gefallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also Stuttgart gehört mir. Ja. Ich habe 143 Mal verloren nur. Gute Beförderung bei der Kanonade. Ah, sehr gut, sehr gut. Die Husaren haben sich glaube ich 4. Der 8 links, genau. Der ist gestiegen, der Dragoner. 6 für die Fußartillerie ist gestiegen. Die Britenartillerie ist gestiegen. Die Fußartillerie ist gestiegen. Schützen haben wir was dazu gekriegt. Ja, der Rest ist gleich geblieben. Passt. Sehr gut. Lasst das Schlachtsignal ertönen! Wir besetzen nicht Stuttgart, wir befreien Stuttgart. Sehr gut. Was hat der Gebhardt von Blücher bekommen? Altmütig und auf Schuss plus einen Moral in Gefechten. Ich sage, diese Burschen wollen uns töten. Was für Schufte! Töpfen wir sie uns vor. Dieser General hat ohne Zögern persönlich am Kampf teilgenommen. Die Flucht vor einem Kampf scheint dem Ruf des Generals ein tapferer Mann zu sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Reparieren wir das natürlich gleich. So. Ja. Na klar, die gesamte Infanterie beim Feuergefecht war ja ein bisschen verloren. So. Ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Stuttgart ist dann befreit. Jetzt kommen aber etwa die Truppen von da noch, aber da sind sie gebunden. Ist das Gute. Ja. Sehr gut. Kein richtigen Widerstand. So, dann haben wir gesagt, wir haben die Frontstädte da. Sollen wir da ein bisschen was bessern? Jetzt muss ich natürlich das andere machen. Vielleicht kommt bei Österreich zu über mit seiner Armee. Das war super. So, wie schaut es in Prag-Böhmen aus? Das ist die zweite Stadt. Infrastruktur ist auch in Ordnung. Wie schaut es in meiner Hauptstadt aus? Ja. Ja, mache ich. Ein großes Opernhaus. Ich weiß, das ist nicht so ganz super. Weil ich könnte ja alles andere als ein großes Opernhaus brauchen. Ach, ich weiß nicht so recht. Und da steht der Wohlstand ein. Blogger. Warschau, da habe ich so viel zum Ausbauen. Sollte man da mal was ausbauen, was Besseres. Haben wir ein Sägewerk. Und Königsberg, Ostpreußen. Ja, ich baue da eh schon die Straßen aus. Dann asphaltieren wir die nächste Straßen. Das heißt, die sind alle asphaltiert und da asphaltiere ich noch Hannover. Aber Südenwart auch wichtig. Südenwart, also Dresden. Ja, ich asphaltiere Dresden. Die 1000, die lasse ich mir mal auf Reserve. Jetzt geht es darum. Ich habe mit denen jetzt Frieden geschlossen. Jetzt weiß ich da noch nicht, was da los ist, genau. Ja, mein
Zeig mal Richtung Brüssel. Ein Spion. Schauen wir mal, ob er mal was sagt, ob er da eine Armee stehen hat. Na, oder keine Armee stehen. Gut. Gut. Das heißt, ich brauche da keine Furcht davor haben. Weil die Einheiten, die können theoretisch bis da. Was habe ich da für Armeen stehen? Nur die Landmiliz. Also die Landwehr. Ob ich einen General stehen. Sogar relativ gut. Aber ich lasse ihn da noch stehen. Auf alle Fälle. Ja, okay. Schauen wir jetzt einmal ab, der Napoleon, okay. Also Napoleon habe ich da besiegt, ob der Dings da... weiß nicht mal, wie er heißt. Aber das wird ein schweres Gefecht jetzt werden. Wenn er sich jetzt daraus befreit. Aha. Er bringt da noch Nordenverstärkung noch. Da kommt von Süden was noch. Da kommt auch vom Westen was noch. Er wird jetzt vielleicht aufgeben. Ja, genau. Okay. Der Jean-André Massena. Boah, 2120 Leute. Boah, alles Elite-Infanterie und 4 Kavallerie. Und 2 Generäle sind noch dazu da. Jean-Baptiste Vigny. Und bei mir muss den Helden spielen Friedrich zu Hohenlanger Engelfingen. Eine relativ unerfahrene Armee. Na gut. Ja, mal so. Ist ja nicht so, dass ich aufgeben darf. Schlacht von München, 1805. Da habe ich Lanzenreiter. Ja. Okay. Na, ist gewittert. Ich habe nur eine Kavallerie, das heißt. Gut, ich verteidige, ja. Gruppenbefehle! Infanterie! Sir! Ja, Sir! Na? Na? Ja, guckt auf die richtige Seite, völlig. Weiter. Infanterie! Befehle werden befolgt!
Scharfschützen auf Position, Sir. Leichte Infanterie zu Befehl, Sir. Ja, Sir. Zu Befehl! Ja, Sir! Artillerie! Batterie zu Befehl! Artillerie! Zu Befehl. Batterie zu Befehl. Leichte Infanterie zu Befehl, Sir. Befehle werden befolgt. Ja, Sir. Reiter. Befehle werden befolgt! Generalstab! Ja, Sir! Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Lanzenreiter! Befehle werden befolgt! Leichte Berittenartillerie! Abteilung! Abwarten auf meinen Befehl! Leichte Infanterie zu Befehl, Sir! Ja, Sir! Leichte Infanterie! Ja, Sir! Scharfschützen auf Position, Sir. Ja, Sir. So. Wo kommt's daher? Kavallerie. Die Kavallerie hat zerschlagen. Lanzenreiter! Befehle Ciao. Ja, Sir. Lanzenreiter, Befehl. Nice. Sechs Pfünder bereit.
Artillerie! Leichte berittene Artillerie. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Sir! Generalstab! Befehl so werden befolgt! Reicht die Infanterie in Reichweite, Sir! Reicht die Infanterie in Reichweite, Sir! Sir! Können wir das erreichen? Na, verdammt. Scharfschützen auf Position, Sir! Ja, da bin ich selber eingeschossen. Leichte Infanterie in Reichweite, Sir! Befehle! Leichte Infanterie zu Befehl, Sir! Ah ja, da kommt es jetzt dick und heftig. Haut sich schnell die Pflöcke raus. Kommt schon, kommt schon. Ihr geht's die nicht von der Seite neu, ich sag's euch. Generalstab, meldet sich zum
Attacke! Alter, du mit der Arf kommt ja. Kavallerie kann ich schon mal zurückziehen von dort. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, ich weiß. Ich weiß, 3-3. Unsere Männer fliehen, Sir. Unsere Männer fliehen, Sir. Batterie zu Befehl.
So, jetzt machen wir uns einmal einen Überblick. Wir haben einen großen Teil von seinen habe ich mir zurückgeschlagen. Leichenlinge, da mal dumm. Oh, der ist auch im Rückzug. Der hat sich schon wieder gestärkt. Britannische Artillerie. Mhm. Das heißt, ich büte mir da im Zentrum um den Blücher mal dumm. Blücherhub, da mal da vier. So, und dann mache ich die restlichen vier Einheiten da. Die machen wir zu einer Linie. Ja. Und dann nochmal die zwei da noch. Die machen wir zur zweiten Linie. Aber die müssen da. Ja, nee. Ja, ja klar, ein paar. Ein paar haben auch. Ja, sehr gut. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Wow. Ja. Beinstellen, das hat keinen Sinn. Ich habe jetzt geschossen. Und ja.
Kommt schon, jetzt kommt sie mal Feigigel. Komm schon. Jawohl. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Schießt doch meinen eigenen noch. Der. Ey, Penner, ich hab gesagt, stopp. Boah, bist der Part, die haben hohe Verluste gehabt. Zwei Kanonen verloren. Alter, das war ein Ansturm. Bist du neisch? Ja, zeig die fünf tot noch. Und wer da dazwischen? Ja, die vielen Franzosen, schaut sich das einmal an. Da sind sie reihenweise gefallen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, einige Einheiten verloren, aber... Bist du neisch? Ja. Ich glaube kaum, dass sie Sir gesagt haben. Ich glaube, er hat sich an mein Herr gesagt. Zum Beispiel. Keine, fast keine, was ein paar Verluste gehabt hat. Nehmen wir die stärksten Einheiten her.
Geh mal im Nahkampf rüber. Glorreicher Sieg. Ja. Franzosen rennen davor. Sehr gut. Aber sie ziehen sich jetzt auch nach München wieder zurück, glaube ich. Oder habe ich jetzt München befreit? Wir sind mächtig und unbesiegt. Ich habe 500, ein Drittel meiner Streitkräfte verloren und er hat 1800, also wesentlich 90% seiner Streitkräfte verloren. Circa. Dann hat jetzt natürlich einen Haufen Beförderung gekagelt. 6 Britinnen, 6 Bünder, preußische Fusiliere, nochmal preußische Fusiliere, Musketiere. Ja. Er hat die meisten Feinde getötet. Alter, 330 Leute hat allein die preußischen Fusiliere getötet. Ist der Arsch. Das war eine Abwehrschlacht jetzt. Ob wir München vor dem Winter noch nehmen können? Okay. Oh, jetzt kommen die tapferen Österreicher. Naja, ich will nicht über die Österreicher schimpfen. Bin ja selbst einer. Bin ja selbst in Person der Einige. Ja, die Russen, die machen wieder nichts. Die sind so voller Hund. Und die werden sich vielleicht in die Türken nur im... Die Schweizer ist ja dann, die haben sie auch mit dem Ding so verbrüdert. Da Bündnis eingegangen mit den Franzosen. Ihr habt zwar Friedensversprechen gegeben. Ihr habt zum Frieden gebeten. Nicht. Nicht sagen, dass ich das war. Diesmal habt ihr um Frieden gebeten. Ich habe ihm gnädigerweise gewährt. Rautenformation, sehr gut, die Kavallerie. Dann, was machen wir da als nächstes? Ah, die Schnee ist gefallen. So, Heidelberg habe ich eingenommen. Ja, sehr schön. Heidelberg. Das habe ich in Stuttgart, gell? Ja. Das kostet aber auch so viel zum Reparieren. Dann müssen wir bei Stuttgart so schnell wie möglich. Hat er schon. Gut. Ja, diese Robbe kommt gleich weg. Ja. Zuerst lesen wir die Nachricht vor. Handelsabkommen beendet. Diese feigen Schweine. Handelshaus in Brandenburg gebaut, gut. Und mein Nachschubblogger in Hessen-Kassel steht endlich. Ah, Gerhard von Blücher hat was gekriegt. Oh, minus A. Ah, nein, das muss ich mal anschauen. Das muss ich mir mal anschauen. Das ist ein Bö. Ich will wirklich einen Krieg führen, das ist so vulgär. Da wird wahrscheinlich meine Krawatte ruiniert. Eins kommandieren beim Führen von Kavallerien. Okay. Aber ist halt der Rittmeister. Bah, plus 2. Lieblingspferd plus 3. Na gut, da hat es verloren. Der Blücher. Und der hat aber was Besseres gekriegt. Die Liebling der Klatschpresse. Na, schauen wir mal noch. Nationen schließt sich ein Feind.
Alter, ich nehme nie wieder einen Friedensvertrag von euch an. Das macht mich so wütend, die Holländer. Natürlich kümmere ich mich später. Aber ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern. Ich werde ganz einfach eine beschissene Batwarische Republik werde in Sand treten. So, die Österreicher sind der Burt. Der Karl von Österreich. Eschen. Wenn der marschiert nach links, ist gut. Okay, machen wir mal den Angriff. Ja, das bin ich sicher. Er hat nur mal 34 Infanteristen. Wenn Sie mit Ihrer Artillerie auf Truppen zielen, wählen Sie immer die besten Einheiten des Gegners aus. Die sterben genauso schnell wie schlechtere Einheiten. Ist eine ganz gute Logik. Nur habe ich am Anfang auf die Kavallerie. Gut. So. Ja. Artillerie! Abteilung! Abputzen! Sechs Pfünder bereit! Sir! Batterie zu Befehl! Gruppenbefehle! Artillerie! So. Die drei Einheiten. Generalstab, Sir. Yes, Sir. Artillerie zu Befehl. Leichte berittene Artillerie. So. Okay, das Gelände ist flach. Es ist Winter. Die stehe hinter die drei Einheiten. Die zwei Einheiten bleiben vorn, weil sie doch noch frech wären. Die wird ganz hinterher gestört. Die zwei stört daher. Die zwei stört daher. So, und ein paar Kavalleristen wären auch noch über. Ich hoffe nur, der schießt die alle zusammen mit den Kanonen. Jawoll. Oh. Wow! Ei. Prépare le canon. Schlagen die Kugeln ein. Ui, das war jetzt knapp. Wow. Oh. Abakvorene. Wow. Sergeant, il nous déteste vraiment, sergent. Aber doppelt von den Franzosen.
aber chancenlos. Ja, jetzt erinnert es wieder. So. Bitte schießt der Heiter im Hintergrund. Wie schaut das aus Ihrer Perspektive aus? Ah, der hat es überlebt. Ah, der ist aber gestorben. Le canon est prêt, monsieur. Meine Lanzenretter. Quelqu'un peut me dire où est le colonel? München ist befreit. Gott sei Dank. Vor dem Winter noch. So. So, die Befördung wird. Ja, 6 von der Fußartillerie. Also hat doch was genutzt, dass ich mit denen auf einer geschossen habe. Genau. Auf den Krieg vorbereitet. Friedlich besetzen. So. Da ist jetzt einiges in der Stadt. Zum Bruch gegangen, zum Ausbildungslager, das wird repariert. Infrastruktur haben sie, die normalen Straßen. Okay. Wir müssen Heidelberg wieder herrichten. Ja. Dann können wir da Holz abbauen einmal. Sehr gut. Und es ist sehr gut, sehr gut, sehr gut erweitert. Die Armee, die bleibt einmal in Stellung mit einer Kavallerie. Und die Armee, die hat tapferes zustande gebracht letzte Runde. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Muss ich den Spion wieder da einsetzen? Dann glaube ich, massakriere die Holländer auch noch da schnell. Mit dem Ernst Heinrich Adolf von Pfühl.
Das ist eh schon gewohnt, die ganzen Kämpfe. Ich nehme die Milizis mal mit. Wie soll sie ausgehen? Einmal angreifen und dann wieder zurückziehen. Ja. Oh, wie viel hat die Einheit? Da war kein General. Das ist mein Vorteil. Dann könnt ihr die von da auch noch nach Süden absetzen. Okay, wir greifen einmal mal an. Ja. Linieninfanterie. Okay. Das ist 4 Linieninfanterie gegen 8 Linieninfanterie. Mit 2 Kanonen. Und 2 Husaren. Okay. Da müssen wir taktisch vorgehen ein bisschen. Der Bierfoss ist ein normales Radot. Schlacht von Holland 1805. So, der treibt sich mal da. Okay. Die schießen da ein bisschen durch. Das heißt, wir müssen die mal da her. Und wie schaut es da aus? Besser. Gut. Ich fahre da mal von rechts. Fährt aber auch von rechts. Ja, Sir. Abteilung, abprotzen. So. Genau. Haben wir 2 Artillerieabteilungen da drüben. Dann Grenadiere. Machen wir 4 Infanterieregimenter. Die Linienfüsiliere. Ah, okay, da gibt es irgendeine Erhöhung. Und die Grenadiere. Befehle werden befolgt. So. Da haben wir die Landwehr. Schaut denn überhaupt aus? Ja, genau, so stellen wir Landwehr vor. Relativ einfach. Na gut, wir müssen mit den 4 Einheiten die 8 abwehren. Ist jetzt da alle in Sand? Ist die Reichweite? Ja, ganz gut.
Leichte berittene Artillerie. Auf Reichweite! Ist nice. Ai, da kommen sie der Spitz. Berittene Artillerie. Feuer auf meinen Befehl. Halten. Streuladung. Leichte berittene Artillerie. Artillerie! Gruppenbefehle! Befehle! Leichte berittene Artillerie. Miliz! Gruppenbefehle! Erwartet Befehle, Sir. Thank you.
Ohne General haben sie schwach. Aber die Flanke rechtzeitig du noch rechts gedraht und passt. Den Rest macht man Reiterei. Welcher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Es ist brutal. Und da machen wir die Artillerie auch noch nieder. Sehr gut. Aber da sind sie. Ei, ei, da kommen wir jetzt aus dem Wald. Und geschafft, die Holidama besiegt. Yes! Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. 69 Verluste nur. Gegen 1176. Generalstab der Farumbrunner. Busan. 6 Bünde wird noch besser. Da wird es auch noch besser. Naja, die haben alle 184 Leute getötet und die hat 147. Boah. Und die anderen, die sind gleich geblieben. Okay. So, jetzt zieht sie sich zurück. Ja. Sonst noch etwas? Dann kann ich auch wieder zurückziehen. Passt. So. Passt. So, Anfang Dezember 1805. Sehr schön. So, jetzt mache ich mal das nächste Erfindung. Das war aber nicht schlecht. Und als Host bei mehr Einheiten senken. Da die drei Runden Trockenlegung. Aber Wohlstand durch Bahnhöfe. Regierung. Gewerkschaften. Den Wohlstand wieder senken. Ich mache Armeekorpsorganisation. 500 Altkosten für alle Armeeeinheiten. Die Drillschule müsste doch auch fertig sein, dann gehe ich noch einmal. Ja, nächste Runde. Perfekt. Da gebe ich gar nicht so viel aus. Dann gebe ich die Runde noch nicht so viel aus. Und heben wir das für den Rest auf. Den Spion weiter schicken da. Ja. Dann habe ich da noch einen Spion bei Budapest. Ja, ist jetzt unabhängig.
Wo sind die Türken hingekommen? Was wünscht ihr? Eigentlich. Schau mal, wie es bei Zagreb ausschaut. Weil die Ösis ist. Ganz schwach, ganz schwach. So. Wieslau Schlesien. Ja. Ja, ein paar in Prag. Ja, 1500. Das ist das, man ist relativ knapp bei der Kasse immer. Berlin-Brandenburg. Ja. Na gut. Ich mache mal die nächste Runde noch, dass ich die Quest fertig kriege. Die Drillschule. Erfahrung für alle Landeinheiten. Wie spielt Thomas? Ich muss nämlich... Ah! Wenn ich jetzt eine Schlacht habe, jetzt ist es nicht mehr aus. Ich muss in 25 Minuten meinen Vater abholen. Vom Heim. Na gut, dann machen wir es anders. Ich beende einmal die Runde jetzt. Und nächste Runde haben wir uns auf was zu freuen. Auf die Drillschule, was fertig wird. Ja, Stuttgart-Bayern habe ich eingenommen. So. Ja. Ich speichere mir an. Preußen Anfang Dezember. Und sage euch, schönen Freitag, Montag noch. Ich komme am Nachmittag wieder. Das Spiel aber echt wahrscheinlich SnowRunner. Das ist nämlich endgeil, das Spiel. Und ja. Das war's. Okay. Grüße an euch und Baba. Ciao.